Heute, vor genau einem Jahr, wurde hier vom Europaparlament mit denkbar knapper Mehrheit die Urheberrechtsreform, einschließlich der in Artikel 13 bzw. 17 vorgeschriebenen Upload-Filter, angenommen. Und damit wurden die größten Proteste, die es jemals für ein freies Internet gegeben hat, von den meisten Abgeordneten einfach ignoriert. Was sich genau seither getan hat und wie unsere Chancen stehen, dass wir am Ende doch keine Upload-Filter in Deutschland bekommen werden, werde ich euch in diesem Video erklären. Nicht mal zwei Monate nach der verlorenen Abstimmung hat ausgerechnet Polen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Die polnische Regierung begründet ihr Vorgehen damit, dass sie in der Richtlinie eine erhebliche Bedrohung der Meinungsfreiheit im Internet sieht, die zu vorbeugender Zensur führen könne. Falls der Europäische Gerichtshof Polen mit dieser Klage Recht gibt, könnte der für den Einsatz von Upload-Filtern verantwortliche Absatz in Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie gekippt werden. Die einzelnen Mitgliedstaaten könnten allerdings die Reform bereits in nationales Recht umgesetzt haben zu diesem Zeitpunkt. Im Schnitt benötigt der Europäische Gerichtshof ungefähr 16 bis 20 Monate bis zu einer Entscheidung. Damit können wir Anfang des nächsten Jahres und damit noch vor Ablauf der Umsetzungsfrist mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs rechnen. Wichtig ist jetzt also, dass wir von unseren nationalen Regierungen ein Abwarten des Urteils fordern. Ende Januar diesen Jahres wurde außerdem ein Gutachten des Bundestags öffentlich, das die Rechtmäßigkeit der EU-Urheberrechtsreform in einem weiteren Punkt in Frage stellt. Das Gutachten kritisiert nämlich, dass die Verpflichtung, sich nach besten Kräften nach Lizenzen bemühen zu müssen, Anbieter dazu verpflichten würde, alle Benutzer-Uploads auf urheberrechtlich geschützte Inhalte zu überprüfen, was wiederum eine grundrechtswidrige allgemeine Überwachungspflicht darstellen würde. Dementsprechend kommen die Bundestagsjuristen zu dem Ergebnis, dass Artikel 17 der Urheberrechtsreform auch insofern nicht mit den EU-Grundrechten vereinbar ist. Da es sich bei der Urheberrechtsreform um eine Richtlinie handelt, muss sie von allen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Und dafür haben diese nun noch etwas mehr als ein Jahr Zeit. Unsere Bundesregierung hat zwar vor der finalen Abstimmung im Europaparlament letztes Jahr und vor ihrer letztlichen Zustimmung zu dieser Reform vollmundig versprochen, die Richtlinie möglichst ohne Upload-Filter ins deutsche Recht umsetzen zu wollen. Dass das aber möglich ist, bezweifeln nicht nur wir Piraten, sondern auch viele Experten sehr stark. Bis zum 6. September des letzten Jahres hatten Interessenvertreter Zeit, eine Stellungnahme zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsreform an das Bundesjustizministerium zu schicken. Außerdem hat es auch verschiedene Treffen von Interessensvertretern mit der EU-Kommission gegeben, die aber leider auch nicht zu Verbesserungen geführt haben. Zusammenfassend ist man bei der Umsetzung der Urheberrechtsreform in Deutschland also zum Glück noch nicht viel weitergekommen seit dem letzten Jahr. Es ist aber leider weiterhin unwahrscheinlich, dass wir in Deutschland am Ende der Umsetzung keine Upload-Filter im Gesetz sehen werden, wie es uns unsere Bundesregierung ja eigentlich versprochen hat. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass öffentlicher Druck auf die Regierung gemacht wird, dass sie zumindest das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den Upload-Filtern abwartet. Je nachdem, wie man diese Richtlinie liest und umsetzt, kann die Umsetzung mehr oder weniger Schaden anrichten. Deshalb müssen wir der Bundesregierung genau auf die Finger schauen. Auch wenn der Gerichtshof die Upload-Filter kippen sollte, droht uns aber leider schon wieder die nächste Upload-Filter-Pflicht. Denn die EU-Kommission fordert mit der geplanten TEREC-Verordnung wieder den Einsatz von Upload-Filtern von Internetanbietern. Diesmal, um die Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet zu verhindern. Auch bei dieser geplanten TEREC-Verordnung bringen die Upload-Filter wieder die bekannten Probleme mit sich. Zum Beispiel Einschränkung unserer Meinungsfreiheit im Netz, Einschränkung der Berichterstattung über Terrorismus, Behinderung von Innovationen im Netz, Aufbau einer Zensurinfrastruktur, die leicht für immer weitere Zwecke missbraucht werden kann.
Uploadfilter sind eben keine künstliche Intelligenz, sondern programmierte Dummheit, die nicht unterscheiden kann, ob ein Bild beispielsweise zu Propagandazwecken für eine terroristische Organisation oder legitimerweise zur Berichterstattung durch ein Online-Medium veröffentlicht wird. Außerdem soll die TEREC-Verordnung eine 1-Stunden-Löschfrist einführen, die alle Plattformen dazu zwingen soll, Inhalte innerhalb einer Stunde nach Erhalt einer Löschanordnung zu löschen, selbst nachts und am Wochenende, unabhängig von der Größe des Betreibers. Und das droht natürlich, nicht kommerzielle Angebote im Netz in die Knie zu zwingen, die eine so schnelle Reaktion nicht leisten können. Mehr Informationen zu der geplanten TEREC-Verordnung und was ihr jetzt dagegen tun solltet, könnt ihr auf meiner Webseite und in dem Video finden, das jetzt in der Infokarte verlinkt ist. Unser Kampf gegen Internetzensur und für freie Meinungsäußerung im Zeitalter der digitalen Revolution ist nicht gescheitert. Er ist aber auch nicht erfolgreich gewesen. Er muss einfach weitergehen. Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der von Konzernen programmierte Algorithmen darüber entscheiden, was wir online noch sagen und lesen dürfen. Deswegen lasst uns auch dieses Jahr wieder für freie Meinungsäußerung im Netz kämpfen.